Willkommen zurück, meine Freunde, zu einer weiteren ESO-Aufnahme. Dieses Mal, wir sind wieder zu dritt dabei. Wir werden euch ein bisschen PvP zeigen. Euch haben sich sicherlich schon einige gefragt, was so mit Cyrodiil abgeht, was in PvP da so los ist. Die beiden Herren hier, Tiber und Private, sind wieder dabei. Sie sind schon so um Level 20, 30 rum irgendwas. Und ich mit meiner billigen Ausrüstung hier mit dem Lederhelm, ich habe es nur bis 10 geschafft, weil die letzten Tage gab es ja so mit dem Internet und so ein paar Sachen, aber mehr dazu ein andermal. Wir knien hier schon ganz cool stylisch vor diesem Pool, dieser Statue hier, alles Deluxe, und werden uns gleich gegenseitig mit den anderen Fraktionen ein bisschen auf die Mütze geben. Aber erstmal hallo ihr beiden. Hallo. Jo, guten Abend. Genau. Wir haben uns hier einen schönen Platz ausgesucht. Ich werde erstmal so ein bisschen erzählen. Cyrodiil, ne, kennt man aus Oblivion und so. Dort geht die Schlacht ab. Hier in der Mitte der Karte könnt ihr auch die Kaiserstadt sehen. Und also so die Landschaft oben, der Schnee, ein bisschen wiedererkennen und so. Wir sind gerade im Dolchstürzbündnis. Das heißt, uns gehört der gelbe Bereich der Karte. Wir sind Altmeri Dominion. Dolchstürzbündnis ist Haupt-LP-Charakter. Richtig. Ja, sollte man vielleicht auch noch erwähnen, mit unserem Haupt-Let's-Play-Charakter sind wir im Dolchsturzbündnis und hier speziell für PvP haben wir uns dann Altmeri-Dominion genommen. Auf jeden Fall, wir sind hier die Gelben. Ich dachte gerade eben Dolchsturz, Gelb, Wüste, deswegen Gelb habe ich jetzt nicht mehr dran gedacht. Aber ja, stimmt. So sieht es jetzt derzeit aus. Dolchsturzbündnis, das sind hier die Blauen. Hier sieht man, wer wem was gehört. Hier, das Ebenherz packt, die sind gerade so ein bisschen am Verlieren, wie es aussieht. Hier kann man auch schon sehen an der Karte oben, dort wo die Schwerter erscheinen, dort finden gerade Schlachten statt. Hier zum Beispiel kämpft das Dolchsturzbündnis gegen die gelbe Fraktion und wir versuchen diesen Turm da einzunehmen. Es gibt auch Quests hier. Dort, ich habe die noch nicht größer angespielt, wir werden die jetzt nicht unbedingt auch vorstellen, aber einfach mal, um euch einen kleinen Überblick zu geben. Dort kann man auch Belagerungswaffen und sowas dann später kaufen mit der Währung, die man hier bekommen kann. Und auch so Mini-Quests machen, die sich dann um die ganzen Sachen hier kümmern werden. Hauptziel ist es natürlich, die anderen Fraktionen zurückzudrängen. Bei jedem der Türme, dieser Hauptstandpunkte, die auch mit den Linien verbunden sind, gibt es nochmal eine Mine, ein Holzfällerlager und sowas wie einen Bauernhof. Was das genau bringt, ich glaube, man kann damit irgendwelche Ressourcen verdienen. Wie gesagt, wir sind noch keine Pros hier, wir probieren das mit euch gemeinsam so ein bisschen aus. Werden da gleich auch in die Schlacht gehen, um euch zu zeigen, wie das hier so alles da aussieht. Und wenn man immer so einen angrenzenden Turm einnimmt, der mit einem eigenen Turm angrenzt, dann schaltet man ihn für die Schnellreise frei. Und ich würde sagen, wir reisen jetzt gleich mal da in die Nähe von einem Turm hin. Zum Castell Robeck oder Castell Brindel da im Westen, damit wir dann in den Norden so ein bisschen rennen können. Zu der Festung, wo gerade unsere Fraktion kämpft. Und ja. Okay. Und wie gesagt, ich habe ja gerade eben schon so ein bisschen angeschnitten, es gibt tatsächlich Belagerungsmaschinen, ich habe das schon gesehen, also man kann da auch tatsächlich Töpfe mit heißem Öl vor Tore stellen oder auch oben auf die Brüstung stellen, man kann riesige Armbrüste, Triböke und solche Sachen kaufen und aufstellen, habe ich alles schon in Aktion gesehen und tatsächlich die Wände bröckeln dann einem weg. Dann zum Außenposten würde ich reisen, Nikels Außenposten ist am nächsten. Jo. Jeff. Und ja, ich bin jetzt zum Beispiel nur Stufe 10. Ich habe natürlich nicht so eine große Chance, eigentlich so gut wie gar nicht, gegen andere Charaktere, die mit Level 50 hier reinkommen, aber mein Leben wurde erhöht und angepasst, sodass ich zumindest irgendwas hier ausrichten kann. Aber selbst wenn ihr ein relativ niedriges Level habt, könnt ihr auch eben Belagerungswaffen und sowas beschaffen. Das heißt, man ist hier nicht absolut nutzlos. Wenn man ich kann nicht reisen. Haha. Nicht? Gar nicht? Nein, ich kann die Map nicht raussuchen, WTF. Okay, auch nicht mit diesem Transitus-Schrein. Nee, bin ich ja. Ach, während du reist, dann kann ich vielleicht auch den Leuten nochmal zeigen. So, es ist zwar ein separates PvP-Video hier so ein bisschen, aber kurz zur Information. Wir haben ja hier jetzt so eine eigene Gilde. Bisher ist nur einer dazu gestoßen, weil die letzten Wochen war ich nicht so aktiv. Aber da werden wir vielleicht auch mal in der Gilde vielleicht hier und da mal was gemeinsam machen. Und dann können wir dann in einer größeren Gruppierung den Leuten ordentlich einschenken, Türme also zusammen einnehmen. Das wäre cool. Gar nicht. Nee. Na gut, dann schließ mal zu uns auf und dann schneide mal raus. Fußmarsch auf mich nehmen. Hier ist ein Schrein, oder? Transitus-Schrein. Oh, oh, oh mein Gott, da kommen ganz viele vom Dolchsturzbündnis. Oh nein. Ich kann. Okay. Okay, zieh, spann den Bogen. Aufpassen jetzt. Oh, scheiße, das sind viel zu viele. Ich hab Schaden gemacht. Wo Yay, weg jetzt. Oh, wo fuck. Her? Ich bin gleich bei euch.
Alle mit diesem blauen Symbol sind alle vom Dolchsturzbündnis. Oh, schnell zurück. Oh, wir sind tot. Ihr seid tot. So, ich bin jetzt da. Oh Gott, was für ein Chaos. Oh, schön. Ja, und so geht das hier ab. Das ist noch so eine Minischlacht hier gerade. Oh, shit. Ach du Gott. Nein. Gib ihm. Oh, fuck. Oh, da sind sie ja. Was, Veteranen Rang 10? Scheiße, schön. Ja, Veteranen Rang 10. Das sind die ganzen Suchtis. Oh nein. Fuck, ich bin lass mich in Ruhe. Das war's. Ihr wurdet besiegt. Schön. Geh in die Burg. Oh, puh. Werden die mir bestimmt hier folgen? Jetzt oder? Nein, okay. Großes, verwirrtes, lautes Geschrei. Zum Glück habe ich einen Bogen dabei, dann kann ich von der Brüstung oben runterschießen. Warum kann ich hier nicht her zurückkehren? Oh Gott, die haben diesen schönen, geplanten Formation hierher gekommen. Oh yes, den einen dissen wir gleich. Nice. So ein voll aufgeladener Schuss bringt dann schon etwas. Bist du wieder draußen? Da steht noch einer unten, oder? Nee, das ist nur seine Leiche. Okay, ich glaube, wir haben erstmal abgewehrt. Gut. Ei. Die haben wahrscheinlich die Schlacht da oben gerade eben gewonnen am Turm und dann sind die Reste von denen vielleicht nach unten gerückt, ja. Okay, wie jetzt. Bist du da hochgekommen? Über die Treppe. Also auf jeden Fall bin ich da. Ah, seht ihr hier? Hier hat gerade jemand eine Balliste, eine Blitzballiste aufgestellt. Belagerungsgeschütz, was jetzt leider nichts bringt, weil die jetzt nicht mehr angreifen. Wie lange bleibt denn sowas da? Hat da jemand eine Ahnung? Ich glaube, bis es zerstört ist oder bis der Player, der es aufgestellt hat, den Bereich verlässt. Aber ich weiß es nicht genau, weil ich habe das Ding noch nie selbst gekauft. Hier im Inventar, ich zeige es gerade kurz, da sieht man, die Allianzpunkte werden neben dem Gold angezeigt. Ich habe 2200, aber ich habe mich selbst noch nicht genauer befasst mit den ganzen Belagerungsgeschützen. Ja. Ich habe da noch nichts was gekauft. Wir wollten euch jetzt einfach nur mal kurz zeigen, wie sieht das hier aus, wie geht das ab. Und ja, wie ihr seht, ich habe ganz mutig wie eine Frau geschreit. Oh nein, scheiße, da kommen die wieder. Achtung, zweite Welle von denen. Oh, und tatsächlich. Der Respawn ist wieder. Wo ist diese Balliste? Da mit den Pferden, die sind gerade. Wir müssten die eigentlich mal so ein bisschen zurücktreiben, weil die warten gerade auf den Respawn, bis wieder alle da sind. Wir müssen die etwas auflösen. So. Ich komme zu dir. Immerhin haben die sich hier nicht unsichtbar gemacht, weil manchmal schleichen die sich auch gerne hinter deine Front, weil die sind dann im Prinzip in ESO. Ah, guck, da kommt der Respawn von der anderen Seite. Ja. Da kommen sie gerade angelaufen. Ich verteile mal so ein paar Giftpfeile. Ein bisschen Fernkampfschaden. Oh Gott. Oh no. Tot. Oh ja, da kommt eine ganze. Jupp, oh Mann, alle mit dem blauen Schild, die kommen sehr oft, sehr schnell, sehr unerwartet. Sehr unerwartet und hart. Au. Ach, man kann tatsächlich nicht mehr zu dem einen Punkt da zurückreisen, weil der Teleportpunkt da irgendwie zerstört wurde. Jupp, aber ich glaube, du kannst zu Robek und dann mit dem Transitus-Train direkt wieder hin. Ja? Ja, das geht. Dann kann man nur. Ah ja, tatsächlich, okay. Dann kann man nur nicht respawnen dort, sondern. Okay. Schnell, wir fallen ja wie die Fliegen. Yep. Ja, das ist halt. Deswegen. Ich hatte zuerst einen Nahkämpfer, aber auf Level 10 kann man so einen Nahkämpfer voll vergessen, habe ich irgendwie festgestellt. Da brauchst du einen Bogen oder Belagerungssachen, weil ansonsten ist es echt hart irgendwie zu. Und du musst echt vorsichtig auch vorgehen. Ja, das ist. Die formieren sich gerade neu und ich nehme an, dann hauen sie nochmal kräftig auf unsere Fresse. Ja. Wir haben Glück, dass sie noch keine Belagerungssachen hier aufgebaut haben. Ich bin mal kurz weg, ich sehe da hinten einen Pilz, den kann ich, glaube ich, ernten. Pilze! Unser Reich steht auf dem Spiel! Warte mal kurz, ich muss noch einen Topf machen. Genau. Ja, man muss Prioritäten setzen. Lecker Sup! Und ich habe sowieso keinen Platz im Inventar frei. Boah. Dann hat sich's ja gelohnt. Oh, ich habe wirklich, muss ich noch kurz so eine Story erzählen, als ich so ein bisschen schon getestet habe, das PvP, das hat richtig Spaß gemacht, vor allem. Ich war zwar nicht mit den Leuten im PvP, Achtung, sie kommen über die rechte Flanke. Ich war mit den Leuten unterwegs und dann sind wir uns wirklich zu dritt oder zu viert sind wir so geschlichen und haben uns dann komplett außenrum, würde ich auch übrigens jetzt empfehlen, weil dann sehen wir nach außen hin nach weniger aus, als wir tatsächlich sind und dann trauen sie sich vielleicht in kleineren Splittergruppen vorzurücken. Das ist immer, ja, seht ihr, sind sie auch alle unsichtbar geworden, die kommen jetzt, die werden uns gleich überraschen irgendwann.
Wenn man nämlich verborgen ist, dann wird man... Jetzt kommen sie. Da, oh, in nächster Nähe, Achtung. Oh, scheiße, oh nein. Das war schnell. Ich bin genau dorthin geschlichen, wo sie sich alle sichtbar gemacht haben. Au. Oh, warte mal, ich zeig mal kurz das Gemetzel hier. Das ja, gegen Gemetzel. So einen... Okay. Deswegen stelle ich mir das auch so geil vor, wenn man irgendwann als Gilde irgendwie vorgeht, eine größere Party hat und dann wirklich, dann kann man alle zusammen im TS oder im Skype und dann koordiniert vorgehen, alle gemeinsam unsichtbar machen und dann von innen heraus infiltrieren und alle kaputt machen. Ja. Das ist echt geil. Das wäre schon richtig nice. Ja. Ich meine so, wenn du so einzeln oder zu zweit als 10, 20-Stufiger herumhüpfst, dann kommt halt so ein Veteran 10-Stufiger und haut dich einfach weg. Wenn dann hier so ein Grüppchen ankommt, dann... ja, ich glaube, ich gehe oben nochmal kurz auf die Brüstung, weil da unten, die scheinen da gerade voll unterwegs zu sein. Ich glaube, oh, jetzt greifen sie, glaube ich, von zwei Seiten an, ganz toll. Oh, ich habe ein Belagerungsgeschütz gehört, ist das unsere... Oh, wir haben schon zwei Ballisten hier oben, sehr schön. Oh, gut. Ah, oh, da unten, die haben Triböker aufgebaut. Oh, sehr schön, kann ich alles zeigen. Ah! Übrigens, die Geschosse können einen wirklich töten, also passt sehr gut auf, falls das irgendwo bei euch landen sollte. Sogar drei Triböke schon, oh Mann. Veteranstufe 10 ist momentan das Maximum, oder? Ja. Ja. Au, au, ja, au. Und die Wände können auch tatsächlich kaputt gehen. Das heißt, wenn so eine Wand kaputt ist, müssen die nicht mehr durchs Tor rein. Oh, schaut mal, hier oben sieht man auch das Brandöl, was runtergegossen wird. Macht auch unten Flächenschaden. Sehr schön, kann man alles gleich mal zeigen. Und kann ich auch benutzen. So sieht das ungefähr aus. Jetzt ist gerade halt nur niemand da. Also alle, die das sehen wollen, können zu Stone gehen. Jeder kann, also es kann immer nur ein Player so ein Teil bedienen. Jeder kann es aufstellen, aber es kann nur einer immer dran stehen. Reinigen benutzen, keine Ahnung, was das bringt. Ich glaube, irgendwelche Debuffs entfernen. Ja, das ist irgendeine Synthesefertigkeit. So eine Synergie. So, dann kippt man das hier nur so nach vorne. Vorhin war einer da, jetzt habe ich das natürlich ein bisschen so umsonst gemacht. Ich habe ja kurz gedacht, ich glaube, hier oben ist es sicherer. Hier stehen sie ja alle, unsere Spieler. Ja. Und das Schöne ist, man hat mit einem Bogen auch eine erhöhte Reichweite, wenn man hier oben steht. Und die haben Belagerungswaffen aufgestellt. Schön. Ja. Yep. Nur meine Pfeile machen natürlich jetzt nicht so viel. Oh, da unten ist gerade einer. Jemand muss es... Oh, Brandöl steht hier leider nicht mehr. Hat jemand abgebaut. Und diese Blasen, die hier sind, das sind auch so Fähigkeiten, so PvP-Fähigkeiten, die verlangsamen Geschosse und so etwas, soweit ich weiß. Oder sie heilen alle im Umkreis oder verringern den Schaden von Geschossen. Irgendwie sowas war das. Kann ich ja mal kurz reingehen hier, in der Hoffnung, dass mich nichts tötet. Allianzkrieg unter Fähigkeiten ist das. Und da sieht man auch so hastiges Manöver. Das sind extra solche Sachen, die darauf ausgelegt sind. Hier Belagerungsschild zum Beispiel. Er schafft eine Blase 17 Sekunden lang 20% Schutz vor Fernkampfangriffen. Und so kann man wirklich, also das ist echt extra drauf ausgelegt für so größere Schlachten, wenn man mit anderen Leuten kämpft. Aber wir scheinen sie jetzt relativ gut zurückzutreiben. Ja, ihr habt sie in die Wälder zurückgetrieben. Jetzt müssen wir eigentlich schnell pushen und die zurück zur Burg treiben. Alter, ja. Hoffentlich sterbe ich nicht bei dem Sprung. Das war knapp. Gut, mit Nahkampfwaffen auf Belagerungswaffen einzudreschen bringt überhaupt nichts. Ja, es dauert ein bisschen. Belagerungswaffen sind dagegen am besten. So, eine weniger. Sehr schön. So, oh, die haben eine höhere Position. Waffe zu wechseln. Ja, aber wir haben noch nicht ganz verloren. Geht mal ins Schleichen und versucht mal über die rechte Flanke. Vielleicht können wir von hinten so einzelne verstreute Leute wegpicken. Hier hoch. Solche Manöver sind einfach die geilsten. Da hast du mit deinem Bogen jetzt natürlich einen Vorteil. Ja. Ich muss... Oh, ich muss jetzt schon wieder... Da hinten kommt wieder der Respawn. Nee, lohnt sich nicht. Doch mal mittendrin. Wir könnten versuchen, den Respawn abzufangen. Sind zwei Leute oder so. Das zwei? Das okay, sie sind auch gerade unsichtbar geworden. Passt auf, sind bisher zwei. Einer zumindest. Kommt auf die Stufe an, natürlich. Einer ist Veteran Rang 10. Da, oh, Scheiße. Oh, der andere wird auch nicht. Ehemaliger Kaiser. Oh. Wir haben uns die Stärksten überhaupt rausgesucht. Super. Voll unsere Kragenbeite. Ja. Na klar. Alle in der gleichen Liga natürlich. Okay, versuchen wir mal unseren Kollegen hier so ein bisschen zu helfen. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch schon Waffen, die auf die schießen. Ja. Haben wir irgendwie alle nur Veteranenränge? Ja, ja. Ja, das sind die ganzen Freaks, die nichts anderes den ganzen Tag machen.
Aber man macht selbst schon Schaden, den man auch sehen kann. Das finde ich schön, selbst bei den Veteranenrängen. Allein hat man zwar nicht so die Chance, aber man kann doch ein bisschen was ausrichten. Ja. Ja. Wenigstens viel Schaden machen. Wenn man auch keinen umbringt, aber Schaden machen ist erstmal gut. Im 1 gegen 1 habe ich auch so ab und zu so die Lebensleiste. Man sieht, dass sie sich bewegt. Das ist nicht, obwohl ich nur Stufe 10 bin und er 50 oder Veteranenrang 10. Sie ist dann auch zwar gleich wieder voll die Leiste von dem, aber sie ist erstmal runter. Ja. Also man kann schon ein bisschen was ausrichten. Ja. Sieht man ja auch hier daran, wenn ich hier gucke, ich bin hier zum Beispiel jetzt Rang 2 im Allianzkrieg und die, okay, man kriegt die Ränge auch nur, wenn man tatsächlich bei Belagerungen mitmacht, also dann auch wirklich beim Angriff mitmacht und wenn man Schaden anderen Playern macht und wirklich irgendwie versucht zu helfen dann. Oh, hier ist noch ein ehemaliger Kaiser. Waren hier alle mal Kaiser? Was ist da los? Oh, da haben wir so drei Flüchtlinge vom Deutsch des Bündnis. Die hauen da gerade über den Hügel ab. Wollen die hin? Keine Ahnung, die verstreuen sich gerade ein bisschen. Ja. Oh, hier auch. Wir alle auf den Pferden hinterher sind, so. Ja. Ist aber gar keine so dumme Idee. Vielleicht soll ich mein Pferd auch mal holen. Wäre schön, ja. Sieht, das ist jetzt auch ein Pferd, oder? Ja, das habe leider ich nicht zur Verfügung. Oh Mann, das könnte jetzt auch in die Hose gehen, weil sie uns auch aufteilen. Yep. Ja. Da hinten rennen nur drei. Wir sollten vielleicht lieber links rum. Den folgen, das wäre ungünstig. Die Richtung ist ja auch besser, weil es da zum nächsten Turm gibt. Ja. Geht. So wie es aussieht, machen wir jetzt direkt die Konterattacke, ne? Ja. Dorthin hauen, wo es weh tut. Schnell, lasst mich kurz auf das Reh hier aufsteigen. Ich brauche ein Reittier. Ja, Rehreiter. Sollen wir versuchen, auf ihre Mine loszugehen? Ja. Könnten wir machen. Oh, Achtung, da haben wir so einen Streuner. Ja. Der ist geliefert. Weiter das hinten, hier war gerade eben noch einer, der ist wahrscheinlich irgendwo da wieder. Da liegt noch eine Leiche. Der schleicht fröhlich vor sich hin, irgendwo weiter hinten. Okay. Oh, hier kommt der ganze Pulk. Ja. So, das erste Tor. Bloß schnell durch, damit wir nicht in dieser Enge hier stehen bleiben. Oh, die kommen da drüben, die kommen gleich von hinten, passt auf. Ja. Die springen über die Brüstung nach unten, um uns von hinten in die Mangel zu nehmen. Versuche ein bisschen links hier. Wo bin ich? Ach, bei Lord Kanzler. So, momentan sieht es noch ganz gut aus. Da sind noch welche hin. Die sammeln sich wahrscheinlich selbst gerade und bereiten sich vor mit Belagerungswaffen. Okay, einen haben wir rausgepickt. Nice. Ja. Oh, da sieht man so schön im Fackelschein, im Halbdunkel. Ja. Der Morgen bricht schon langsam an. Ah, guck mal, hier ein Tribökje. Tribökje. Wird das erste aufgebaut. Oh, mit brennender Munition. Sehr schön. Ein guter Tag, um Blut zu vergießen. Hier wird das nächste aufgebaut. Voll in die Menge mit dem Ding. Schön. Ich finde das PvP so mit den ganzen Belagerungssachen richtig nice. Huch, eine Bündniswache. Oh nein, geht bloß weg. So zweifache Elite. Haut ab! Sind nur welche unter uns? Oh, sehr schön. Und wir waffen ja auch über ganz vor. Ich muss mir auch mal so ein Ding kaufen. Trauen sich gar nicht weiter rein. Ja, die schicken erstmal ihre NPCs vor. Das sind alles NPC, Doppel-Elite irgendwas NPCs. Also. Die ballern hier mit ihren Ballisten herum. Ja, passt auf. Bloß von den roten Kreisen da weg. Ja. Bündniswache, los. Disti. Oh, ist zurückgerannt, okay. Ja, die rennen zurück und regenerieren da ihr Leben wieder vollständig. Das ist nicht so. Ja, sobald sie an den Weg hier kommen, das ist so die Maximalreichweite, dann rennen sie wieder zurück. Deswegen müssen wir die versuchen, irgendwie möglichst kaputt zu machen. Weil wenn sie einmal erledigt sind, dann kommen sie auch eine ganze Weile lang nicht mehr wieder. Ja. Da ist eine Heilerin, tötet die möglichst zuerst, die Pflegerin da. Gut, die ist weg. Lang durchhalten würde hier aber auch helfen. Ja. Ich meine, wir haben Belagerungswaffe. Einer ist down. Okay, cool. Ja, schön. Nice. Oh Gott, jetzt brauche ich ein bisschen HP. Hier sind Gott sei Dank überall Heiler. Das war auch nicht zu weit nach vorne. Heilungskreise. Woo, reinigen, benutzen, ja, was auch immer das bringt. Das heilt sich ein bisschen. Und wahrscheinlich die Buffs weg, könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Scheiße. Oh, ich bin mit drin. Achtung, oh, da ist der eine NPC, ist fast tot. Bam. Nice. Bündniswache down. Gut gemacht. Und schnell. Oh, weg da! Trank reingeschoben. Belagerungsgeschütz tritt rein. Shit! Okay. The pain!
Die sind auch überall. Oh, oh. Nein, nein, nein. Oh, irgendwas scheint mich erwischt zu haben. Also was los ist ja schon. Aber ja, richtig. Auf jeden Fall. Und es sind jetzt ziemlich viele PvP-Server offen. Aber ich muss sagen, ich find's auch richtig geil, dass man eben nicht nur einfach Player abschlachtet, sondern dass du auch aufpassen musst, wo du hintrittst, weil du sonst einfach in die Luft gesprengt wirst. So, wir haben gleich alle NPCs down. Ich glaube, noch einer steht da und dann können wir anfangen, an ihrer Burg zu arbeiten. Okay, wie sieht's hier aus? Und ich habe auch schon gesehen, sobald man eine Burg geschafft hat zu übernehmen, werden die Wachen direkt ersetzt mit den eigenen, aus der eigenen Fraktion. Yes! Oh. Noch eine Wache, glaube ich. Eine Bündniswache weniger. Eine ist noch hier, eine Wache. Wow, Jesus. Und die ist auch down. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt können wir anfangen, okay, an ihr Tor zu klopfen, beziehungsweise die, an die Typen oben auf der Brüstung zu schießen. Das macht auch immer sehr schön viel Spaß. Die gehen dann immer ein paar Schritte zurück. Bekommt das Tor eigentlich auch wirklich Schaden, wenn man draufhaut? Oder fuchtelt man einfach nur mit der... Ja, es hat Lebenspunkte. Das Tor hat tatsächlich Lebenspunkte. Ich war nämlich mal live dabei, als ein Tor kaputt gegangen ist. Das ist dann ganz zerbeult und dann kann man einfach durchlaufen, glaube ich. Ich sehe schon, dass es Lebenspunkte... Ja, Außentor. Seht ihr, wenn ihr mit der Maus drüber geht, dann habt ihr eine Lebensleiste von dem Tor. Aber irgendwie hat man das Gefühl, dass man überhaupt keinen Schaden macht, weil es auch keine Resonanz oder so gibt. Und das macht keine Geräusche und nichts. Ja, da muss man schon mit Belagerungswaffen dran, also, aber von uns schießt gerade keiner drauf. Irgendwie gerade nicht, nee. Das ist ja, wenn du mit einem Bogen auf ein Stahl-massives Holztor schießt, dann ist es ja, wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich bin zurück. Wir haben auch nur noch eine... Oh, shit! Okay, die Waffe wird aber gerade benutzt, das ist super. Mhm. Oh, also bekommt auch ordentlich... Ah, neue Tribok hier. Ja. Ich weiß auch nicht, inwiefern man die Sachen hier reparieren kann, ob man dafür irgendwelche Reparaturkits braucht oder so. Ich hau dann auch mal meine Fernkampfwaffe raus, damit ich ein bisschen Schaden machen kann an die oben. Das ist vielleicht nicht so ungünstig. Ja. Ich sehe gerade nicht so viele. Wir müssen echt mehr auf das Außentor da mit den Waffen. Ja, auch bloß mit den Belagerungswaffen. Was anderes bringt ja nichts. Bewegt sich ganz langsam die Gesundheit vom Außentor, wird aber auch gerade repariert von der anderen Seite, wenn ich das richtig sehe. Da sind so Pfeile, die immer wieder nach außen gehen. Bei der Gesundheit. Oh, da hat sich ein Spieler durchgeschlichen. What? Ja, kommt an die Kante. Schön die Kante holen. Die Belagerungswaffen treffen von uns immer wieder da so auf diesen einen Balkon ein, deswegen traut sich da jetzt niemand so an den Rand zu kommen. Also irgendwelche von unserem Team auf jeden Fall die Mine schon übernommen. Das ist sehr gut. Irgendeine Falle ist auf dem Boden losgegangen. Es werden auch immer wieder so Runen aufgezeichnet, die dann in die Luft fliegen. Oh, das Tor ist eingedellt. Sehr gut. Aber noch nicht, leider noch nicht ganz kaputt. Da kommt noch keiner durch. Ja. Ah, hier sieht man auch schon mal so den ersten Schritt von der Zerstörung. Ja, am Anfang ist es eingedellt und dann irgendwann gibt es komplett nach und sprengt so weg. Au. Problem ist, wenn man nach oben guckt und mit seiner Fernkampfwaffe schießt, kann man kaum nach unten gucken, wo die Artillerie einschlägt. Ja. Man muss sich da schon entscheiden, ob man hoch oder runter guckt. Na? Da stehen sie ganz vorsichtig da oben. Oh. Oh, nice. Der Bogenschuss hat gesessen. So ein voll aufgeladener Bogenschuss. Oh, da kommt Belagerungswaffen. Hochmauer hat auch bloß noch 66% da hinten. Also hier werden an mehreren Stellen schon Angriffe gesetzt. Ja. Die haben eine... Oh, da wird noch ein Tribok aufgebaut. Ja. Ich könnte versuchen, mit den Bögen auch immer so die so an der Brüstung stehen, ein bisschen zurückzuschießen, damit sie ein bisschen Angst bekommen und nicht so an der Front stehen. Ja, ich schieße mit meinem Feuerstab auf die da oben. Ach, sehr gut. Tor hat nur noch 38%. Jetzt würde ich gerne mal so ballistisch schön eine Waffe da hoch, eine Granate da hochwerfen. Das wäre jetzt genau das Richtige, um die von den Belagerungswaffen wegzutreiben. Ja. Das letzte Mal, als ich PvP so ein bisschen kurz ausprobiert habe, das war auf meinem Laptop und da bei 30 Leuten auf dem Bild. Nope. Das Tor ist offen. Ja. Nice. Jetzt lass mal, ich will jetzt, das könnte mein Tod bedeuten, aber kann ich jetzt hier einfach durchlaufen? Nope. Ist doch.
Noch nicht. Aber wir sehen schon mal den zweiten Zustand vom zerstörten Tor. Ja, es geht immer so peu à peu, geht das immer schön kaputt. Außenteil, es hat noch ungefähr ein Viertel Leben, also wir haben es fast. Oh Gott, also 9%, ja. Puh. Boah, die schießen, die geben jetzt gerade alles aufs Tor mit ihren Belagerungswaffen. Ja. Die versuchen uns wegzubekommen. Würde ich auch versuchen. Ist vielleicht ein guter Plan. Macht man eigentlich dem Freebox Schaden, wenn man einfach nur mit normalen Attacken draufzieht? Das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also es zielt definitiv drauf, mein Stab, aber ob ich wirklich ernsthaften Schaden mache, keine Ahnung. Na, weiß ich leider auch nicht. Also mein Stab zieht auch drauf. Doch, nimmt ihn, oder? Boah, da stehen sie alle. Das könnte sein, dass es Schaden macht. Ich möchte noch unbedingt zeigen, wie, wenn wir jetzt hoffentlich gleich zum Tor reinkommen. Und, wie sieht's aus mit dem Tor? Wie viel hast du noch? Ja, momentan sieht's doch gut aus. 10% das Tor. Sehr gut. Gibt's eigentlich schon Add-ons, die einem prozentual das Leben anzeigen? Bestimmt. Müsste ich mir mal zulegen, ja. Das ist ganz praktisch, für gerade für sowas. Drauf. Hast du drauf? Ja. Ah, sehr schön. Ich habe bisher mir noch gar keine Add-ons installiert, also muss ich vielleicht mal machen. Ich habe einige installiert. Oh, es ist fast weg, das Tor! Das hat noch einen ganz dünnen, schmalen Strich. 3%. Gib ihm! Noch 3%. Los! Die sich alle schon hier vorne versammeln. Ja, die sind alle bereit, schon gleich reinzurennen. Ja. Passt auf, die machen sehr gerne alle möglichen Area-Zauber direkt hinters Tor. Das heißt, wenn ihr reinrennt, sofort weiterrennen. Oh shit, der hat mich hochgezogen. Ah. Da habe ich gesehen. Ich habe auch gerade auf den geschossen. Oh, Tor ist down. Rein, okay, rein. Schnell Waffenwechsel. Ich bin verletzt. So, geben wir den mal. Da ist ein Player. So, gib ihm. Lass dich nicht in davon kommen, dammit. Oh oh, ich habe einen NPC sauer auf mich gemacht. Hilfe! Warum auch nicht? Das sind bloß NPCs. Sehr schön. Ja, wie es aussieht, haben die sich schon zum Teil hier zurückgezogen. Die stehen gar nicht mehr hier rum. Oh, drauf da. Ja. Hier in dem Turm ist noch, geht noch irgendeine Party, sehe ich gerade. Ah, wir kommen gerade hoch. Oh ja, da ist einiges los, würde ich sagen. Oh, oh. Oh, die sind jetzt, die haben sich alle in den inneren Ring verzogen und stellen gerade Belagerungsgeschütze auf. Super. Lass noch sein. Ich glaube, wir sollten uns hier verpieseln. Oh ja. Oh, hier sind die, die sind auch noch alle da. Oh Gott. Und unsere Leute merken das nicht. Die sind alle im Turm. Unsere Leute stehen irgendwie alle hier davor und machen Urlaub. Ich hau mal mit einer Fernkampfwaffe ein bisschen da drauf. Das scheint auch gut Schaden zu machen, ne? Aber ich glaube, das bin ich nicht. Oh shit. Okay, da vorne sind noch NPCs. Am Tor. Im inneren Kreis. Ja, wir räumen sie, wir räuchern sie so langsam aber sicher aus. Ja. Huch. Oh, hier sind noch mehr von denen. Oh Gott, die stehen hier noch überall rum. Okay, ich renne mal mit rein. Das vor mir? Tibor, okay. Gut. Der Turm ist hier soweit sauber. Im Keller standen schnell noch. Drauf da. Oben sind noch NPCs und unten waren gerade noch ein paar Leute. Okay, unten ein NPC. Oh ja, weg. Unten, die sind alle unten, die sind alle unten. Die kommen gerade über diesen, diesen Seitenturm hoch. Ach, ihr steht gerade da vorne. Okay. Wir sind noch mit und versuchen das Tor freizukriegen, ja? Wieder mit den NPCs. Oh, wow, wow, wow. Das geht auch relativ gut hier. Vorsicht, Flächenangriff. Oh Gott, ich muss mich verziehen. Was sind unsere Leute? Die stehen alle hier oben gemütlich rum und machen nicht am Eingangstor sauber. Noch ein NPC. Schön drauf. Okay, die NPCs am Tor sind weg. Jetzt müssen da noch ein paar Belagerungswaffen drauf, denke ich mal. Gott, haben die viel Leben da drüben. Meister der Zauberei, Veteran Rang 10, schieße ich drauf. Wo seid ihr? Ach, ihr seid hier an der Seite. Aber wir bauen hier schon unsere Belagerungswaffen direkt vor dem Tor auf. Ja. Sehr gut. Also durchs vordere Tor kommen wir fast bald rein. Das hat 93%. Die erste Belagerungswaffe schießt voll drauf. Sehr gut, dann seid ihr gerade am Hauptgebäude. Ich bin gerade so ein bisschen abseits, weil an einem der Seitentürme sind auch noch so einige Leute unterwegs, die sich nicht in die Suppe spucken lassen wollen. Ich passe auch mal so ein bisschen auf der Seite, auf dass ihr keine vorbeirät. Yes! Sehr gut. Ey, ich hab grad einfach so einen Fertigkeitspunkt bekommen. Schön. Ja, okay, cool. Das ist auch was Tolles hier. Du kannst theoretisch
PvP komplett zum Leveln nutzen, also zum Leveln deiner Fähigkeiten für Fertigkeiten. Oh. Weil jedes Mal, ich habe jetzt schon 2 Fertigkeitspunkte bekommen, allein dadurch, dass ich hier Rang 2 im Allianzkrieg bekommen habe. Das ist cool. Bekommt man jedes Mal einen Fertigkeitspunkt dazu. So, ich bin auch mal ein bisschen bei euch. Ich bin noch nicht Rang 2. Tor hat 79%. Ja. Okay, gut. Dann haben wir jetzt so eine halbe Stunde lang eigentlich mal gezeigt, was hier so abgeht. Wollen wir das dann hier so rausschneiden, dann nochmal zeigen, was da drinnen abgeht? Mhm. Einfach um zu zeigen, ja, ob uns das gelingt. Würde ich sagen. Das können wir machen. Weil ich finde, der Ansturm jetzt, der war ziemlich cool so für ein PvP-Video. Um mal zu zeigen, wie das hier so abgeht. Okay. Ich scoute gerade mal so ein bisschen hier um die Burg rum. Ist echt erstaunlich, wenn du hinten rumgehst, wie ruhig es plötzlich wird. Du hörst gar nicht mal, du merkst richtig, wie so Schritt für Schritt der Lärm von der Belagerung von draußen immer leiser wird. Und jetzt bin ich ja auf der anderen Seite und man hört gar nichts mehr. Vielleicht, wenn wir es alle schaffen, uns da wieder zu treffen, dass wir mal versuchen können, den Bauernhof oder das Holzfällerlager am Rand einzunehmen. Das sollte, glaube ich, mit weniger Spielern zu schaffen sein. Ja, aber da sind auch ziemlich viele Elitewachen, also so davor. Hm. So eine ganze Gruppe sollte es schon sein. 4 Leute vollständig und am besten alle Level 50, dann könnten wir was reißen. Gibt es ja sogar Anker, ja? Oh, hier geht gerade voll die Party ab vor dem Tor bei denen. Wir haben sogar einen Rambock. Das ist auch noch eine neue Belagerungswaffe. Die macht extra Schaden gegen Tore, glaube ich. Also ich versuche mich jetzt von außen mal ein bisschen anzuschleichen, dass ich nicht direkt zu... Geil, Rambock! Oh, das Tor ist schon down. Nice, wir haben es aufgebrochen. Echt? Oh, shit. Geil. Und ich kann der Rambock sehen. Bringt echt was. Jetzt haben wir erstmal wieder eine fette NPC-Welle. Hier ist es verdächtig ruhig. Ja, das ist kein gutes Zeichen. Passt auf, das ist echt meistens... Boah, sind hier viele Leute. Ist das geil. Ja. Was Blutrichter benutzen, was ist das denn? Auch irgendein Buff, nehme ich mal an. Okay, hier hat irgendjemand einen Blutbrunnen aufgestellt. Ich habe ihn mal benutzt, könnte sein, dass ich gerade eben meine Seele verkauft habe. Ey, nee, das ist die Fertigkeitslinie der... Oh Gott, Löwen, pass auf. Oh ja, nee, jetzt werden wir von den NPCs fertig gemacht. Das würde gar nicht noch fehlen. Ja, einige Elite-NPCs sind gar nicht mal so easygoing. Wir haben die Burg eingenommen, yes! Ah. Nice! Okay, die warten jetzt, die versuchen die... Die warten direkt vorm Tor, ja. Keine Chance. Die wollen es wahrscheinlich gleich wieder zurücknehmen. Veteranenränge direkt vorm Tor, keine Chance. Oh Gott, die kommen schon, die sind schon alle hier am Einspazieren bei uns. Das könnte tricky sein. Oh Gott, wir sind drinne. Passt auf. Wir können uns direkt hin teleportieren, ich bin schon dabei. Geht das? Ja. Ah, verdammt. Und drin ist direkt der Kampf. Ja, hier drin ist die Hölle los gerade. Mist, ja. Und jetzt habe ich mich schon zum anderen teleportiert. Von da aus kann man sich nicht wieder zurück teleportieren. Nicht? Yay. Ja, ich muss schnell zu unserer anderen Burg zurück reiten. Boah, hier sind hier viele Leute. Was ist denn das hier los? Ja, das ist voll der Clusterfuck. Oh mein Gott. An unseren Verbündeten sind alle gerade, die Burg gemeinsam erstürmt haben. Viele Leute. Wir haben sogar wieder ein halb funktionierendes Burgtor. Ich glaube, ja, durch einen Rambock fällt es gar nicht zusammen, sondern wird nur aufgebrochen. Und jetzt könnt ihr hier schon gucken, die ganzen Wachen, die hier vorher standen, von den Feinden, die wurden ersetzt durch unsere. Ja. Auriel sei gepriesen. Bist du bist ja hinter ihnen, hallo. So, und ich reite hier durch die verregnete, schöne Landschaft. So. Tada. Wenn du wieder vorbeikommst. Sehr schön. Dann habt ihr jetzt mal tatsächlich gesehen, wie wir eine Burg eingenommen haben. Eigentlich so perfektes Beispiel vom PvP, was hier abgeht mit den Belagerungswaffen. Viel Durcheinander, viel Chaos, da braucht man aber einfach Übung, um da durchblicken zu können. Ja. Und mit einer geordneten Gruppe, vor allem wenn wir auf einem höheren Level sind, dann werden wir garantiert ein paar Hinterhalte irgendwann in Zukunft reißen können. Wenn wir bis dahin in der Gilde noch ein bisschen mehr Leute haben, könnte das echt nice werden. Genau, also es gilt natürlich wie immer, kann ja auch jeder von euch mal so sein Fenster aufrufen. Ihr könnt uns hier jederzeit adden, bei mir @st.one, also Stone, ne? Wisst ihr Bescheid. Stone. Und dann, wir haben auch so eine Mini-Gilde, haben wir gerade vor ein paar Tagen frisch geöffnet. Da sind bisher nur wir drei drin und noch jemand. Und da können wir euch einfach einladen, dann werden wir vielleicht mal gemeinsam PvP machen und dann vielleicht versammeln wir uns auch irgendwann mal alle zusammen im TS oder in Skype und dann werden wir gemeinsam hier gezielte, geordnete Angriffe machen und den Leuten ordentlich einheizen. Wir haben sogar ein neues Tor hier, sehr schön.
Boah, schaut euch mal diesen riesigen, diese riesige Pferdewand da hinten an. Alle nach hinten, so ein riesiger Strom an Leuten. Vor allem, wie viele Skycharts hier gibt. Boah. Ja, so ein bisschen erkunden zu gehen, lohnt sich sogar hier. Ich glaube, es gibt 15, 16 Skycharts insgesamt. 13? Nee, das mehr. Sich schon. Viel, viel mehr. Ja, tatsächlich, jetzt sehe ich es auch. Hier oben bei Burg 14. Arius sind wahrscheinlich noch so ein paar Streu-Splittergruppen von uns da. Und am Kämpfen. Ich finde es auch cool, dass man direkt auf einen Blick sehen kann, wo gerade Kämpfe am Abgehen sind, sodass du direkt unterstützen gehen kannst. Ja. Oh, guckt euch die Pferde an, da kommen sie wieder alle. Oh Gott. Da siehst du auch, wer von denen die Imperial Edition sich geholt hat. Alle schön mit dem weißen Pferd da. Ja. Okay, dann würde ich sagen, das war genug von einem PvP-Überblick. Ja. Die Karte mal gezeigt, Cyrodiil so einen kleinen Überblick gegeben, eine tatsächliche Verteidigung und Einnahme der Burg mitgemacht und sogar noch erfolgreich. Sehr schön. War nicht Spaß. Geplant, aber trotzdem toll. Schau, da hinten hat, glaube ich, jemand so eine Dings, so eine Schiffrolle der Alten. Der hat so einen Riesen. Ja, der leuchtet. Und der wird angegriffen. Vielleicht sollten wir mal rüberschauen. Da drüben wird gerade ein Kollege von uns fertig gemacht. Ja, machen wir vielleicht noch das kurz. Hoffentlich rennt er zu uns rüber. Nur Veteranenrang 2. Ne, Veteranenrang 7. Gib ihm. Oh, ist schon fertig, die? Oh, das war's schon. Ja. Dame, sehr gut. Aber wo ist das Leuchten der Rolle? Wo ist der Typ hin? Das ist eine gute Frage. Irgendwie, das habe ich gerade irgendwie verpasst. Das Leuchten ist weg. Ja, aber er hat vorhin auf jeden Fall geleuchtet. Ja. Vielleicht war es auch was anderes, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Na gut, okay, wollen wir auf jeden Fall mal jetzt hier so einen Schlussstrich setzen. Das war's zum PvP. Und je nachdem, wenn einige von euch so noch zu uns in die Gilde kommen und vielleicht gemeinsam wir auch so ein paar Leute zusammensammeln und vor allem ein höheres Level haben, dann werden wir mal so ein paar geilere und heftigere Manöver bestimmt mal ausführen, bestimmt auch hier und da ein Video dazu machen. Und dann sehen wir uns vielleicht wieder bald in einem neuen ESO-PvP-Video. Genau, macht's gut. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Eine kleine Zusatzinfo, meine Freunde. Und zwar, wenn ihr im PvP dann eine Weile lang gedient habt quasi, dann bekommt ihr hier so Nachrichten von Fireluin, wie auch immer, Schreiber der Kriegsfürstin, wo sich dafür bedankt wird, dass ihr gedient habt. Hier vor 9 Minuten, vor 38 Minuten, so ungefähr jede halbe Stunde. Ich weiß nicht genau, wovon das abhängt. Aber da steht, in Anerkennung eurer Bemühungen. Und ja, ich bin jetzt gerade Stufe 11 und habe zwei Stufe 11 Rucksäcke bekommen. Und diese Dinger kann man dann auch direkt öffnen und dort ist dann immer, ich glaube, das ist immer für das eigene Level angepasst. Und dann kriegt man da eben Stufe 11 Ausrüstung, in meinem Fall jetzt. Und das ist auch ganz schön praktisch. Das heißt, wenn ihr einfach eure Ausrüstung so ein bisschen equippen wollt. Ich bin zum Beispiel genau spezialisiert auf Zweihandwaffen, auch auf Nahkampf und habe jetzt eine zweihändige Axt bekommen, die für mein Level sehr gut ist, weil die Belohnungen auch immer ans Level angepasst sind. Das nur mal so nebenbei, also falls ihr so euch ein bisschen auffrischen wollt her vom Equipment, kann man PvP ab Stufe 10 vorschlagen, um sich so ein bisschen auszustatten. So, das war's aber dazu und das Letzte, was ich noch sagen wollte zum PvP. So, jetzt geht's aber weiter in der nächsten Folge im Let's Play.